Heute möchte ich euch gerne eine Satire vorstellen, das Kuckucksei-Syndrom. Dieses Buch habe ich vor einigen Jahren geschrieben. Es ist im Breiten Verlag erschienen und es handelt von einem Oberfeldwebel, AD, also mittlerweile in Pension, den man nicht anders bezeichnen kann als ein Arschloch. Gleichzeitig ist es aber auch ein armes Würstchen, denn er ist so gefangen in seiner kleinen Welt, in der alles nach festen Regeln abläuft, wo es um Diszipliniertheit geht und um Charakterstärke. Und obendrein wird er auch noch von seiner greisen Mutter drangsaliert, die ihm immer wieder Besuche abstattet und nach dem Rechten schaut, während er darum bemüht ist, alles in Ordnung zu halten, was in seiner Umwelt so geschieht. Sein Garten zum Beispiel, da hat er mit Maulwürfen zu kämpfen oder mit seinem Hippie-Nachbarn von nebenan, der Typ mit den langen Haaren und dem Ohrring. Das sind so seine kleinen Kämpfe, die er ausficht. Und ab und zu, ganz entgegen seiner Gewohnheit, muss er sich auch mal niederlegen und ein Nickerchen halten. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und da kann es schon mal passieren, dass es eines Tages an der Wohnungstür klopft. Bürstensteif erwachte vollends aus dem Schlaf der Ermattung und die eindringliche Stimme, die er vernahm, nährte seine Not mit neuem Entsetzen. »Ich bin's, deine Mutter, hörst du nicht? Mach sofort die Tür auf, Hannes, wo steckst du denn?« »Um Himmels Willen, Mutter!« Robust, unergiebig, 91-jährig und die Hüterin der höchsten Moral. War Bürstensteif selbst schon die korrekte in Person, so war er doch im Vergleich zu ihr bestenfalls ein Novize. Im Eifer des Gefechts hatte er komplett verschwitzt, welcher Tag heute war, nämlich ein Sonntag, grau und trist. Und an jedem Sonntagnachmittag kam Hildegard Bürstensteif zu Besuch, auf dass sie etwaige Unregelmäßigkeiten aufdecken und Kritik an ihm üben konnte. »Aufmachen, habe ich gesagt!« »Ist ja gut, Mutti, ich komme ja schon, beruhige dich!« »Mich beruhigen, mich beruhigen! Ich stehe hier schon seit geschlagen 50 Minuten vor deiner blöden Brettertür und klopfe mir den Stock ins Bein. Sag einmal, was treibst du denn da drin, Hannes?« »Nichts, Muttchen, ich bin ja schon da.« Er gelangte zur Wohnungstür und öffnete der grollenden Mumie, aus deren Augenhöhlen vernichtende Blitze züngeln. »Bist du etwa nicht allein?« fragte sie mit bohrender Stimme. »Hast du etwa ein Frauenzimmer bei dir?« Nein, Mutti, was denkst du denn? Da möchte ich mal wissen, weshalb du nicht so gleich öffnest. Oder möchtest du deine arme, alte, kranke Mutter nicht mal mehr in dein Haus lassen? Mama Bürstensteif schob ihren Sprössling mit dem Spazierstock beiseite und ging schnaubend über den Flur, wobei sie misstrauische Blicke in sein Wohn- und Schlafzimmer warf. Ich habe einen Mittagsschlaf gehalten, gestand Bürstensteif kleinlaut. »Was, einen Mittagsschlaf?« herrschte sie ihn an. »Wer vorletzt, der kann es im Leben zu nichts bringen. Wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen? Soll ich es dir hinter die Ohren schreiben?« »Nein, Mutti.« »Ach, und wieso liegst du am herrlichen Tag auf der faulen Haut? Kannst du mir das mal verraten?« Der Sohn schaute beklommen auf seine Pantoffeln, niedergedrückt von dem Gewicht ihrer unerbittlichen Präsenz. Sie schüttelte resignierend den Kopf. »Weißt du überhaupt, was heute für ein Tag ist? Ihr knittriges Gesicht wurde noch knittriger. Ich wette, das hast du ja ebenfalls verschlafen.« Sonntag, versuchte es Hannes noch außerstande zu begreifen. »Sonntag, natürlich ist heute Sonntag. Hältst du mich schon für so verkeilt, dass ich nicht wüsste, was heute für ein Tag ist?« Sie sah ihn voller Strenge und Missgunst an. »Heute ist Muttertag, Hannes, Muttertag!« Ihre Stimme schlug mit einem Mal um. Gerade noch voller Befehlsgewalt glich sie jetzt eher der Stimme einer gebrochenen, hinwelkenden Dame, der man soeben ein unfassbares Leid hatte zugefügt. »Und du hast nicht daran gedacht!« »Um Himmels Willen, auch das noch! Muttertag!« schoss es Bürstensteif durch den Kopf. »Muttertag, der schlimmste Tag des Jahres!« »Ich bedauere aufrichtig, Muttilein«, katzbuckelte er. »Ich verstehe selbst nicht, was momentan in mich gefahren ist.« »Das glaube ich gern.« Eine gewichtige Pause entstand, ehe die alte Dame pampig fortfuhr.
Schon von Weitem habe ich mich gefragt, warum die Muttertagsflagge nicht hoch droben am Fahnenmast weht. Richtig traurig bin ich geworden. Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe mein Leben, Sie tat einen schweren Seufzer, untröstlich wie erbittert. Puh, oh, wie dankte es mir und wie danke es mir. Wie danke es mir, er vergisst die Flagge zu hissen. Oh Gott, nicht schon wieder die ekelerregende Fahne, dachte Bürstensteif. Ich mache mich zum Gespott der ganzen Nachbarschaft. Seine Mutter indes hatte kein Einsehen. Sie peilte den Wohnzimmerschrank an, öffnete die unterste Schublade und kramte eine riesige Flagge hervor. Dort, inmitten des schneeweißen Stoffes, stach dem Betrachter ein kitschiges, knallrotes Herz ins Auge. Na los, Junge, häng sie hoch an den Fahnenmast, damit jeder sehen kann, wie sehr du deine liebe Mutter verehrst. Oder soll ich dein angebliches Versäumnis eher als Eigenmächtigkeit interpretieren? Ihre Unterlippe begann verdächtig zu zittern. Ach, Hannes, ich bin dir wohl völlig gleichgültig geworden. Mit eingefahrenen Schultern schlurfte Hannes in seinen Garten hinaus, dicht gefolgt von seiner Gebieterin, die auf halbem Wege zur Salzsäule erstarrte. Was ist denn hier los? Wie sieht denn der Rasen aus? Erfuhr es ihr entgeistert. Ich habe einen Maulwurf, sagte Bürstensteif trotzig. Sie musterte ihn vorwurfsvoll. Ja und? Was hast du dagegen unternommen? Wasser. Ich habe ihm eine Lasung Wasser verabreicht. Wasser! Sie reichte ihm die Flagge. Los, aufhängen! Kritte schaute sie zu, wie er die symbolträchtige Fahne unendlich langsam hisste. Um einen Maulwurf loszuwerden, da muss man Knoblauch in die Löcher stopfen. Haufenweise Knoblauch, sag ich immer. Schließlich flatterte die Muttertagsfahne in voller Größe am turmhohen Mast, war im Umkreis von einer Meile für alle nimmersatten Plaudertaschen der kleinen Ortschaft deutlich auszumachen. In seiner Not wäre Bürstensteif am liebsten im Erdboden versunken, ungeachtet dessen, dass dort bereits der verhasste Maulwurf sein Unwesen trägt.